So, weiter geht es. Da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII, dem Remake und ziemlich vielen Sidequests, die man hier erledigen kann, die wir auch erstmal erledigen werden. Das ist mir egal, ich will hier durch. Die Fabrik ist gesperrt, da treiben sich Schimmer rum. Dankeschön, Baloo. Obwohl, Moment, du bist sehr tiefer. Seid ihr die Hilfe, die die Zentrale uns versprochen hat? Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Die Schimmer befinden sich in den hinteren Lagerhallen, an zwei Stellen. Merz sie aus, okay? Na Logan, gar kein Problem. Das Interessante bei diesen Quests ist es nämlich, dass immer mehr Gebiete freigeschaltet werden. Ich meine, ne, hier oben beispielsweise kam wir zum Beispiel erstmal gar nicht rein. Jetzt kommen wir da rein und ja, die Quests an sich liefern unglaublich viele coole Vorteile, weswegen ich die nicht gerade gerne links liegen lassen möchte. So, wir sind jetzt in der alten Talaga-Fabrik und sollen hier Gegner verprügeln. Das kriegen wir hin, hoffe ich. Mal schauen, wo die sich so rumtreiben. Wir können auch hier mal ein bisschen rumgucken, ob wir nicht zufällig hier noch irgendwelche Kisten finden oder sowas. Wie zum Beispiel da hinten. Die kann man definitiv zerschlagen. Zack. Ah, da haben wir ja auch schon welche von den kleinen Schabrackenviechers. Lästig. So. Das war jetzt richtig. Das macht überhaupt nichts. Im Moment seid ihr da oben und fühlt euch ganz, ganz sicher. Aber ich hol dich da einfach runter. Feuer sei Dank. Also einmal den Facehacker hier vermöbeln. Es ist noch nicht vorbei. Super. Erzähl mal was Neues. Hier sind auch noch ein paar Kisten, die man zerschlagen kann. Da muss man echt aufpassen, weil die manchmal in den dunkelsten Orten sind. So richtig, als ob sie sich gesagt haben, hier ist es dunkel, genau hier bauen wir das Ding ran. Und das finde ich dann halt eben ein bisschen seltsam. Ist gar nicht so klein, dieses Gebiet, sehe ich gerade. Aber das macht die Sache tatsächlich sogar noch um einiges interessanter, weil man sieht hier echt viel von den Slums und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Wenn ich bedenke, dass die Slums früher einfach nur ein Gebiet waren, in dem man mal schnell rumgelaufen ist. Okay, das war Tiefers. Hat ein Level Up. Das war jetzt nicht so cool. Ich sollte mal ein bisschen, gelegentlich mal ein bisschen ausweichen, um den Gegnern hier zu entkommen. Kann man die Kisten auch zerstören? Nee. Die sind richtige Deko. Ja, auf jeden Fall denken sich hier die Level-Designer zum Teil irgendwie so, hier ist eine dunkle Ecke, genau hier muss der Kram hin. Aha, hier haben wir was zum Halten. Und das Tor geht auf. Wunderbar. Aha, hat sich gelohnt. Da drüben liegt eine Materie. Was haben wir denn hier für eine? Glut. Yay, eine Feuermaterie. Und hier ist eine Kiste. Ganz geil. Wie kommt man zu der? Ah, durch den Eingang. Tut mir leid, aber diesen Weg muss ich leider nochmal laufen. Weil zum Eingang zu laufen, finde ich persönlich mega gut. Also hier diese Kisten zu greifen. Ah, hat sich sowieso gelohnt. So, wo ist die nächste? Da ist die nächste. Die versucht zu krabbeln. Weg! Genug. Oh, das ist ja noch ein. Ich kenne ja mal mehr. Na dann. Haben wir's? Ja, sehr schön. So, dann gucken wir nochmal. Das ist immer noch nicht der Eingangsbereich. Hä, aber dann waren wir hier schon. Sind die einfach massiv respawned? Wie fies. So, hier wollten wir. Das ist die Kiste, die wir gerade eben gesehen haben. Perfekt. Dann einmal bitte öffnen. Zweimal Gegengift bekommen. Der Weg hat sich doch irgendwie gelohnt, weil Gegengift
ändert, also behebt Statuseffekte. Ja, okay. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, einfach stumpf loszuprügeln. Das ist eher so die Taktik, die ich sowieso immer, immer einsetze. Moment. Ich sehe gerade, hier nach links ist so eine Art Sackgasse. Dann gehen wir doch den Weg hier erstmal. Los, kleine Fische. Oh. Ach, das sind die Vögelchen, von denen er geredet hat. Oh, ich bin natürlich auch super, super gut. Wasserfall? Shit. Weil ich nämlich, mir ist gerade eben eingefallen, ich sollte mal nebenbei Analyse verwenden, weil dadurch bekommen wir die Möglichkeit auf neue Fähigkeiten. Echt geschickt. Hä? Sind wir nicht von hier gekommen? Ah nee, sind wir nicht. Wäre ich beinahe doch den falschen Weg gelaufen. Wir müssen hier lang, dann da lang, genau. Dann hier hoch und dann sind wir auch schon wieder da, wo wir sein müssen. Und die sind respawned, das gibt's ja nicht. Ne? Schnell hier mal weg wollen. Achso. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Kampf geschafft. Da staunst du was? Sehr gut. In die Richtung waren wir schon. Das war die Sackgasse mit dem. Genau. Oh, was haben wir denn hier? Können uns einfach mal kurz hinsetzen. Oh, alles klar. Einfach mal kurz hingesetzt. Ein bisschen chillen und schon sind die Lebenspunkte wieder drin. Wir haben hier noch irgendwas, was verkaufen können. Gegenstände. Ja, alles klar. Ne, wie ihr seht, wir haben noch ganz schön viel. Phönixfeder brauchten wir bisher noch nicht. Darum gehen wir mal den Weg weiter. Hier hoch. Und dann hier entlang. Da. Und hier werden wahrscheinlich die nächsten Gegner rum. Ja, sag ich doch. Die nächsten Gegner sein. Wichtig ist, dass wir hier jetzt gleich erstmal den ATB-Balken, jawohl, vollkriegen. Fertigkeit, Analyse auf den, auf einen von denen halt. Und die werden sicherlich wirksam Wind. Ich hätte jetzt eigentlich auf Blitz getippt. Aber okay. Nein! Nein! Genau, pack da mal ein bisschen drauf. Pack da mal ein bisschen Spaß. So, einmal Magie einsetzen. Ich glaube, Blitz funktioniert sehr gut. Bam! Okay. Waren das alle? Ja, das waren alle. Wir gucken uns nochmal hier ein bisschen um. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier nichts weiter. Dann können wir wieder zurück zu unserem Auftraggeber. Ja, okay. Ich habe noch nie versucht, bei Sturm zu fliegen. Aber... ja. Ich glaube, das wäre trotz... Es ist... Also Blitz finde ich bei fliegenden Viechern wie bei Pokémon. Ne? Das, ich glaube, da bin ich ein bisschen von Pokémon... eher angefixt, was die Schwächen der, der einzelnen Gegner angeht. So, der fliegt. Ich glaube, da ist Blitz ganz gut. Aber wahrscheinlich ist das wieder so ein Fehlglaube von mir. Erlegt? Besten Dank auch. Gerne. Das wird meine Schrottsammler sicher freuen. Das will ich hoffen. Sieht ja ganz so aus, als hättest du ein Händchen für diese Söldnergeschichte. Deswegen sind wir Söldner geworden. Ich habe in den Slums schon so einiges gesehen. Glaub mir, ich habe ein Gespür für sowas. Begib dich am besten mal zum Platz vor dem Pfeiler. Man munkelt, dass irgendwo dort ein grässliches Ungetüm rumschwirrt. Du bist doch Experte für sowas, oder? Schon. Lerne dich selbst kennen, indem du deinen Weg beschreitest. Und dann, blick zurück. Die Aussicht wird eine ganz andere sein. Also hau rein, Mann! Mein Angebot ändert sich regelmäßig. Schau während deiner Selbstfindung öfter mal vorbei. Das klingt gut. Wir können mal Willkommen. Schauen. Mein Sortiment ändert sich je nachdem, wie die Lage gerade Was hat er denn hier jetzt gerade für Gegenstände? Achso, der hat noch mehr Supertränke. Ja, her damit. Also dadurch, dass wir Heiltränke sowieso schon en masse irgendwie immer nachgeworfen bekommen, passt das so schon ganz gut. Besten Dank. Definitiv. Warst du schon am Pfeiler? Nein. Falls nicht, dann deck dich bei mir für den Kampf ein. Alles klar.
Ja, Pokémon hat, glaube ich, echt jeden geprägt. Würde ich behaupten. Wait. Das ist doch gar nicht der Weg, den wir eigentlich gehen wollten. Aber vielleicht gibt es hier irgendwas Cooles. Kann ich hier durch? Nee. Steht hier irgendwas? Ich kann leider kein Japanisch. Bla 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 bla. Okay. Lass mich ganz kurz überlegen. Ich glaube, das müsste Nitsuki sein. Ach, keine Ahnung. Hier ist irgendwas mit Mensch. Oder Person. Ja, egal. Mein Japanisch ist eingerostet. Vermutlich wird mich meine Freundin dafür hauen, weil ich nicht mal mehr die Hiragana kann. Aber... Nein! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Bist du bescheuert? Angeblich soll jemand Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Avalanche stecken. Und leider plappert er gern. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Oh, okay. Dann wollen wir mal doch erstmal Johnny retten. What's about Johnny? Ah, das ist der Weg, wo wir vorhin noch nicht ran konnten. Geeks. Balu hat völlig recht. Erst töten wir die Shinra-Soldaten, dann töten wir Johnny. Johnny weiß zu viel. Hinter die Container da. Und so genug Weg. Überhaupt? Nee, ich hab ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Was? Das muss ein Irrtum sein. Ich würde mit Kuni auch nur in die Nähe eines Shinra-Lagers fahren. Verdammt! Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab, ich kümmere mich um den Rest. Gut, du tötest Johnny und ich verprügel die Gardisten. Endlich mal ein Auftrag, den ich verstehe. Was ist hier los? Lasst ihn gehen. Bist du ein Komplize? Raus damit! Oh. Was ist los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Avalanche! Hey du! Was soll das werden? Nur die harte Tour. Leute, seht's doch mal von der entspannten Seite. Wir sind hier noch immer. Oh, kleiner Moment. Kommando? Ah, der ATB-Balken ist noch nicht voll. Alles gut, wir laufen noch mal ein bisschen im Kreis. Hui, hui. Hui. So, jetzt ist der ATB-Balken voll. Und jetzt würde ich ganz gerne einmal Analyse auf den, ja, lieber mal auf den Gardist, der da am Boden liegt, machen. So, der hat Probleme mit Feuer. Das finde ich gut, aber jetzt kann er sterben. Oh, stopp. Gegenstände, nee, nicht Gegenstände. Fertigkeiten, Analyse auf den Wachhund, weil das ist nämlich mein nächstes Ziel. Gegen den ist Eis gut. ja, das stimmt. Na gut. Nein. So, Hündchen ist weg. Oh, stopp. Das will ich gar nicht. Ich will erstmal Analyse auf den Elite-Gardisten machen. So, Feuer. Alles klar. Pack, pack, pack.
Sind wir jetzt zufrieden? Bist du gut drauf, Tiefer? Achso, der Typ. Nö, alles gut. Ich guck mich erstmal um. Ich jammer noch ein bisschen weiter. Ach komm. Du hast auch gar kein Problem. Du bleibst da einfach liegen, du bist gefesselt, du kannst eh nicht weglaufen. Genauso habe ich den. Oh, Mensch, Kisten. Genau danach habe ich gesucht. Und habe ich hier drüben irgendwas? Nee, nothing. Das sind auch keine Kisten. Na gut, dann helfen wir mal dem Johnny. Und jetzt? Wir stellen ihn ruhig. Hey! Hey! Nice! Was? Nein! Nein! Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Sollen wir ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Cloud, was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Okay, das war schon ein ziemlich mieser Moment. Tifa ist mega naiv. Das, boah, man fühlt sich in die Charaktere rein, das ist herrlich. Leute, ich habe Spaß. Ich habe massiven Spaß gerade. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Ich möchte dieses böse, böse... Viech verprügeln. Wovon der Junge davor, oder der Mann vorhin erzählt hat. Und ja, ich glaube auch, dass diese Soldaten nicht mehr in der Lage sind, aufzuwachen. Aber was soll's. So, kommen wir jetzt hier an dem siebten Himmel vorbei, ohne dass wir zugelabert werden? Ja, perfekt. Das war aber auch gerade irgendwie ziemlich komisch, weil auf einmal standen die Leute da vor mir. Aber way, alles ist gut. So, hier war der... Ah, alles klar. Dafür sind wir nicht. Hey, Tifa! Hör dir das mal an! Vom Eisenbahnfriedhof ist ein großer Schimmer hierher geflogen. Aber diese Flaschen von Shinra krümmen keinen Finger. Sieh mal an. Bist du der berüchtigte Alleskönner? Dann musst du uns unbedingt helfen! Der Schimmer befindet sich hinter der alten Fabrik. Um dorthin zu kommen, braucht man einen speziellen Schlüssel. Die Bürgerwehr hat ihn in einer Holzkiste in der Nähe der Tür versteckt. Einfach alles zertrümmern. Sehr gut. Dann wollen wir doch mal rüber. Zum Pfeiler. Wenn er sagt, dass, wenn sie sagt, dass der dort oben ist. Wobei ich das interessant finde, dass wir jetzt schon zum Pfeiler hoch können. Ich glaube, ich bin vorbeigelaufen. Sorry. Wir kommen zurück. So, wo ist er denn, der gute Pfeiler? Der ist doch der Pfeiler. So, komme ich hier jetzt durch? Nee, komme ich so nicht. Moment. Ach. Nee, wir müssen hier wieder hin. Ja, okay. Dann zurück durch die Gegend. Und dann schauen wir mal. Hier werden sicherlich wieder alle Gegner respawned sein. Aber das ist okay, damit komme ich klar. Die sind nicht so massiv, von daher können wir hier Hackfleisch machen. Da sind sie, sage ich doch. Okay, auf geht's.
Ihr wollt mich angreifen. Ich hab's ganz genau gesehen. Wir sind noch mehr. Ja. Ich glaube. Aber ich werde einfach mal doch nochmal die Analyse machen. Weil ich gerade nicht sicher war, ob... Also die Kamera mag das hier nicht so, gefühlt. Charge Cloud, Charge. Also die Kameraführung ist hier irgendwie ein bisschen komisch. Aber das funktioniert. Das ist okay. Ich komme damit klar. Solange die Schläge ankommen, nur doof ist halt eben, dass man die Gegner sehr schnell... Ich glaube, ich hätte mir hier eine Abkürzung freischalten können. Dass man die Gegner auf diese Art und Weise... Nee, hier nicht. Schnell aus dem Auge verliert. Und das finde ich blöd. Jetzt wird auch Hallo! Ich bin hier, ich bin der neue Kammerjäger. Ich bin sehr effektiv. So. Cloud Strife, Kammerjäger. Wenn Sie irgendwelche Ratten im Haus haben, irgendwelche Insekten, die mittlerweile schon 5 Meter groß geworden sind, gar kein Problem. Mein Schwert und ich, wir regeln das Ganze für Sie. Rufen Sie an unter der Nummer 090. 87, 87, 87. Rasierte Wookies warten auf sie. Na, lass mich in Ruhe. Was? Jetzt reicht's hier. Die nuckeln an meinem wunderschönen Kopf. Diese euren Facehacker. Okay. So, sag ich doch. Hier gibt's einen Schalter, um eine kleine... Um einen kürzeren Weg freizuschalten. So, dafür ist hier noch irgendwo irgendwas. Hier ist noch ein Schalter. Verschlossen? Zwecklos. Aber ich muss doch da durch. Moment. Moment. So, Gwen von der Möwen. Ach, der sich in einer Kiste in der Fabrik befinden soll. Okay. In irgendeiner Kiste in der Fabrik. Das heißt, wir müssen hier auf Kistensuche gehen scheinbar. Das finde ich jetzt ein bisschen... Who you gonna call? Cloud Strife! Irgendwo hier soll es eine Kiste geben. Ist die Frage... Vielleicht hier? Heiltrank. Ich sehe hier nur gerade recht wenig. Aber das sieht mir so aus, als ob es hier auch wieder einen Weg gibt. Haha. Es gibt hier mehrere Wege, die einem hätten viel eher auffallen können. Und hier ist eine Kiste. Na, sieh mal, einer schlau. Beruhigungsmittel, toll. Das ist nicht die Kiste, die wir gesucht haben. Das sind nicht die Druiden, die wir gesucht haben. Was sind die Kisten hier? Die kann ich nicht kaputt machen. Das ist aber auch hier wirklich die Fabrik, ne? Genau, alte Fabrik. So, wo ist die Kiste, die wir suchen? Nein. Irgendwo muss sich noch eine Kiste befinden. Und genau... Boah! Schon wieder respawn? Nope. Jetzt aber. Magie. Blitz. Nö. Du kriegst den ab. Runter mit dir. Keine große Sache. So. Erhöhte Aufmerksamkeit. Wir sind hier auf Kistensuche. Hier sind noch drei Kisten. Ha, Schlüssel der Bürgerwehr, da ist er. Hast du ihn? Ja. Da ist er. So, jetzt brauchen wir den... Ja, jetzt können wir auch
einfach hier lang gehen. Wo sind hier die Gegner wieder? Ja. Blöde Ratten. Höp, wollte ich nicht. Ich will die ganze Zeit springen irgendwie. Aber es gibt hier keinen Sprung. Chakra hat schon eine unserer Materie hat ein Level abbekommen. Nice. Das ist cool. Wunderbar, da ist er ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben Blitz. Wir gehen nochmal ganz kurz. Wir gehen nochmal ganz kurz die Materie unserer beiden Freunde hier durch. Habe ich hier. Nee. Genau. Hätte ich jetzt einen Eisenreif, den ich mir wahrscheinlich schon längst hätte kaufen können, dann hätten wir für Tifa einen Materia-Platz mehr. Gucken wir mal. Chakra und Heilen. Heilen haben wir bisher noch nicht so wirklich benutzt. Dann geben wir ihr... Gucken wir mal. Cloud hat Behandeln, Glut, Gewitter und Analyse. Das heißt, wir geben Tifa einfach mal Frost. So. Cloud. Genau. Eisenklinge. Glut, Behandeln, Analyse und Gewitter. Perfekt. So habe ich das gern. Dann wollen wir doch mal den Grobian hier besiegen. Hallo. Konzentriert bleiben. So, komm mal da runter. Ich fuchtel durch die Luft. So, ich warte, bis ich glaube erstmal seine ATB-Balken voll hat. So, jetzt kriegt er erstmal eine Analyse an den Kopf geschmissen, damit wir wissen, was der denn hat. Wirksam. Ich weiß nicht, heißt das jetzt Wind oder heißt das jetzt Blitz oder heißt das generell Natur? Ich weiß es nicht. Triff es mit Windelement. Ah, doch mit Wind. Oder füge es mit bestimmten Okay, Wind habe ich nur leider noch nicht. Das macht aber auch nichts. Dann nutzen wir trotzdem Magie und zwar Blitz. Tifa hat ihren ATB-Balken noch nicht voll. Sollte auch versuchen, mit ihm bei weit anzugreifen. So, jetzt hat sie ihren ATB-Balken voll. Dann kann sie es versuchen, einmal mit Eis. Cloud kann keine Gegenstände verwenden. Das ist krass. Achso, Eis war jetzt natürlich blöd, weil der ja natürlich, wie heißt das, die Ratten habe ich auch schon, oh Moment, habe ich die Ratten schon analysiert? Waren das die Wehrratten oder waren das andere Ratten? Weil wenn es Wehrratten sind, dann habe ich sie analysiert. Und komm, einmal Schock, nice. Genauso habe ich das gerne. Also ich mag das mit dem Schock-System, das habe ich bei Final Fantasy 13 schon absolut gemocht. So, und zurück zu Gwen. Damit haben wir auch diesen Auftrag abgeschlossen. Willkommen zurück! Du hast es also geschafft! Alle Achtung! Bist ja wirklich ein wahrer Tausendsasser! Ganz anders als diese großschneuzigen Gardisten. Du solltest den Wachdienst übernehmen. Die Gardisten haben nun mal Vorschriften, an die sie gebunden sind. Das ist doch wohl eher eine Frage des Charakters. Man braucht auch Leute, die Befehle befolgen. Ah ja, klar. Hab schon gehört, dass du mal bei Shinra warst. Ist wohl zwecklos, mit jemandem wie dir zu diskutieren. Ich liebe dieses Viertel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dann werd ich es wohl beschützen müssen. Wart's nur ab. Ich trainiere und schon bald bin ich stärker als du. Viel Erfolg. Oh, sweet. Gut gemacht. Du hast hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Dein Ruf als Alleskönner könnte nicht besser sein. Sicherlich kommen die Leute wieder zurück auf dich. Das verdanke ich dir. Schön, dass du das einsiehst. Meine Bezahlung für heute hole ich mir also im Laden ab. Genau. Aber willst du nicht vorher erstmal auf dein Zimmer? Ruh dich etwas aus. Die Regeln des Slums.
Und zwar deren erste, genau. Los, gehen wir. Das ist schön. Ein Moment zu zweit, Nebenstory. Das klingt ja cool. Ich glaube, das machen wir mal mit. Ich möchte mal wissen, was es hier so alles gibt. Aber was ich gerade eben gesehen habe, war, wir haben einen Sternreif bekommen. Und Sternreif bringt nicht ganz so viel wie ein Eisenreif. Aber dafür einen Materia-Slot mehr. Weil ich ganz gerne Clouds Angriffskraft mag, kriegt, glaube ich, tiefer das Ding. Und kann sich dafür jetzt einmal Heilen einsetzen. Und dadurch, dass sie jetzt weniger Lebenspunkte hat, bekommt sie, oder generell weniger Verteidigung, bekommt sie jetzt noch den TP-Boost dazu. Und damit sind wir hier eigentlich durch. Wir könnten, glaube ich, noch Waffenmodifikationen einsetzen. Genau, perfekt. Das machen wir doch. Oh, da sind noch mehr freigeschaltet worden. Das ist ja cool. Gucken wir mal nach. So, wir haben physische Abwehr plus 5 haben wir noch nicht eingesetzt. Wir haben hier noch TP-Maximum, das ist okay. Moment, was ist das da hinten eigentlich? Ist das... Achso, ich muss die erstmal vollständig freischalten, bevor ich zu dem anderen hinkomme. Ja gut, dann ist es klar, erstmal physische Abwehr und TP nochmal 150 erhöht. Das finde ich cool. Oh. Ich hätte das hier... Okay. War irgendwie doch nicht so toll. Ich hätte das direkt wechseln können und hätte hier 2 Punkte drauf geben können, aber egal. Magische Attacke. Schade. Hab voll den Mist gebaut, aber egal. So, tiefer kann nochmal ein bisschen aufwerten. Hat sie auch einen zweiten? Ja, sie hat einen zweiten. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz bei tiefer. Physische Attacke plus 5 ist okay, Schnelligkeit plus 5 ist okay. So, hier könnte sie jetzt auch 2 machen und zwar... Schaden von Entfesseln plus 10%. Zusätzlicher Materia-Slot. Das ist cool. Irgendwie. TP-Maximum. Physische Attacke. Ich glaube, ich werde ihr erstmal das geben. Physische Attacke. Und zusätzlicher Materia-Slot. Ehrlich gesagt, man kann nie genügend Materia-Slots haben. Vor allem ist es halt eben ein zusätzlicher Materia-Slot auf der Waffe. So. Dann bekommt sie noch... Dann machen wir das genau hier, was wir schon mal vorhatten. Also Frost einmal raus, Heilen einmal raus. Dann kommt hier Frost rein. So. Chakra hier raus. Hier kommt Chakra rein. Hier kommt Heilen rein. Und hier kommt Auto-Vita rein. So, damit Vita und Auto-Vita gekoppelt sind. Einfach in der Hoffnung, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier diesen... Achso, wir können entweder direkt in den siebten Himmel oder wir können... Oder wir können uns ausruhen. Dann befolgen wir doch einfach mal Tifas Ratschlag und ruhen uns erstmal eine Runde aus, um ein klein wenig Charmpunkte von Schnuffelpuffel Tifa zu bekommen. Ich finde die mega cute hier im Spiel. Also muss ich echt mal zugeben, ich müsste mal in der alten Anleitung von Final Fantasy 7 reinschauen, wie alt sie hier eigentlich ist. Also ich... Da standen nämlich lustigerweise die ganzen Daten drin und wir waren erschrocken, wie klein Cloud ist. Ich glaube, Cloud ist gerade mal 1,78 Meter oder 1,75 Meter oder so, während Sephiroth nur 1,83 groß ist. Barret liegt mit 1,97 noch am größten. Oh, ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich die Filter in euren Zimmern austauschen, Tifa. Ich habe sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, Alleskönner. Für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite Tifa keinen Kummer. Oh,
Das hatte ich nicht vor. Sagst du das, damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Okay. Mutter Vogelnest auf Kopf. Oh. Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Gut. Komm, wenn du fertig bist. Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Komm, wenn du fertig bist. Sehr witzig, meine Kleine. Aber okay. Zurück in unsere Wohnung. Hier ist es immer so dunkel. So, wo kommen die Filter hin? In die Toilette, würde ich behaupten. Ah, nee, da ist irgendwas. So, Filter wurde getauscht. Ja. Balu, richtig gut. Ja, gebe ich dir völlig recht. So, hallo Tifa, ich habe nicht angeklopft und komm trotzdem rein. Ja. Warte kurz. Ah. Ich beeil mich damit. Fertig. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon. Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also. Du willst wohl nicht drüber reden. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich, aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Das ist jetzt gemein, aber wie wär's mit einfach nichts? Was Kämpferisches, was Exotisches, nichts Seltsames. Das ist so eine schwere. Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr sagen? Nichts Seltsames, was Kämpferisches, was Exotisches. Ich bin mir hier nicht sicher. Nichts Seltsames. Nicht das. Also, stell dir mal vor, was Exotisches. Ich würde bei exotisch, bin ich so irgendwie so ein bisschen, wenn man was Exotisches verlangt, dann kommt dann irgendwie sie so mit so einem Blümchenkleid oder, keine Ahnung, Bluse mit Palmen drauf oder so etwas. Das klingt komisch. Kämpferisch finde ich es zum Ausgehen einfach nicht passend. Ich würde tatsächlich nichts Seltsames nehmen. Ach komm, was Exotisches. Was Exotisches? Was? Echt? Aber ob mir das steht? Trag was, was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja,
stimmt. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Malepetzen. Okay? Alles klar. Aber an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns bald wieder. Also gleich. Bis gleich.